Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von uns. Essen! Ja, wir drehen heute einen Mukbang. Ich habe euch, glaube ich, schon gesagt, oder was habe ich wohl berichtigt? Mukbang. Warum? Woher kommt das? Das ist so thailändisch oder vietnamesisch oder irgendwie sowas. Ich sag ehrlich. Oder irgendwie sowas. Oder, nee, koreanisch, glaube ich sogar. Ach krass, ach so, das heißt dann irgendwie Essen. Das heißt einfach irgendwie sowas. Essen und dabei tratschen. Kann sein. Das heißt auf jeden Fall, ist koreanisch, glaube ich. Aber schreibt es in die Kommentare, falls ich da völlig falsch liege. Ich verstehe nicht so ganz, warum man sich sowas anguckt, weil ich glaube, ich könnte mir einiges cooleres vorstellen, als Leute beim Essen anzugucken. Ich habe es tatsächlich oft schon angeguckt. Ja, es gibt halt, das ist wirklich, glaube ich, eine der meist gewünschten Videoideen bei mir, wenn ich frage. Ja, dann sagen wir alle, ey, wir lieben es halt, wenn ich irgendwie rede anscheinend. Ja. Und mach doch bitte mal einen Mukbang. Ja, Ding ist halt, ich gucke das immer, bevor ich selbst esse, weil ich dann richtig Appetit bekomme. Ja. Falls ihr irgendwie Geschmatze oder so nicht hören wollt, vielleicht... Hallo, das zeigen wir gleich! Aber die wollen es schon am Anfang schon, wir müssen reden, während das Essen schon, während bei denen der Saft schon. Die wollen uns jetzt nicht hier, um uns reden zu hören, sondern um das leckere Essen zu sehen. Ja, okay. Weißt du, wir zeigen es einfach. Ich möchte kurz so sagen, wenn ihr Essensvorschläge nicht haben wollt, was laber ich jetzt hier? Jetzt nicht verwirrt. Falls ihr nicht wissen wollt, wie wir schmatzen und das nicht hören nicht wollt, wissen, falls... und wir reden wahrscheinlich auch mit Essen im Mund und so, dann guckt es einfach nicht an. Aber das ist, glaube ich, der Sinn des Videos. Ja, wir haben Pizza bestellt, obviously. Das ist sehr, sehr sicher nicht meine, denn ich hasse Soße Hollandaise. Ja. Und das hier ist Sonnys mit doppelt Gorgonzola drauf. Yeah. Nicht nur einmal, sondern sie hat auch wirklich 2,50 Euro extra. Ich nehme mal die zu kurze Seite. Wir machen jetzt direkt auch ein Thumbnail damit. Extra Gorgonzola bestellt. Ja. Okay, jetzt gib mir mal eine Pizza sofort schnell. Okay, hier bitte. Oh, wir fetten diesen ganzen Tisch. Warte, nein, weil ich habe doch Bretter geholt. Ja, ich weiß, das machen wir jetzt auch. Also, neben der Pizza haben wir noch hier Brötchen bekommen. Wegen dem Salat. Und wir haben einen fetten Salat, den wir uns teilen. Boah, das war ein brutales... Oh. Ja. Und wir haben nämlich hier zwei schöne Bretter, die werden wir jetzt benutzen. Sonny-Brett und Jamie-Brett. Aber mir fällt gerade auf, dass die Pizzen sehr groß sind. Ja, also die sind sehr groß, deswegen. Die sind riesig. Ja, voll geil. Alter Schwede. Und ich habe Pizzaroller und Beil, weil ich liebe Beile. Aber die haben schon geschnitten. Ach, Mann. Aber hier steht Jamie drauf. Und da steht Sonny. Okay, das wird. Wir können immer ein Stückchen da drauf machen. Nein, ich nehme jetzt hier die ganze Pizza. Oh, nee, es ist geschnitten. Ja, wir brauchen das Brett nicht. Was soll ich sagen? Ich möchte einfach das zum Ablegen manchmal. Ich esse jetzt langsam in diesem Video und deswegen lege ich es dann ab und zu auch mal ab. Okay. Weil sonst schwinge ich hier die Pizza in 2 Sekunden wieder weg. Vielen Dank. My drink. Ja. Die küssen sich. Super. Salat. Brauchen wir den jetzt schon? Ja, ich esse immer gerne nebenbei. Oh. Klappt einmal wie ich. Oh Gott, ah nee, der arme Tisch. Ups, das tut mir leid. Deswegen saftet er so rum. Weil ich habe meine Pizza einmal umgeklappt und dann saftet das auf dem Tisch. Aber ich mache den Tisch danach sauber. Dankeschön. Ich hoffe, die schmeckt gut. Ich habe bei mir in der Heimat eine mit Soße Hollandaise, Hähnchen und Brokkoli, wirklich traumhaft schmeckt. Sieht sehr anders aus als die hier. Eigentlich mag ich so einen sehr dicken Rand nicht, aber ich bin sehr gespannt. Die Soße Hollandaise sieht sehr gelb aus. Ist das normal? Ja, es ist gemischt mit Pisse. Okay, ich kann das nicht. Ich auch nicht. Ich will so eine Salatzange haben. Habe ich, glaube ich. Warte mal. Ich guck kurz. Ja. So richtig verwirrt. Ich guck kurz. Wenn nicht, dann ist es mein größter Wunsch, eine zu besitzen. Ah, ein Geburtstagsgeschenk. Ja. Eine Salatzange. Oh! Ja, ich hatte zu Hause immer für Spaghetti und für Salat benutzt. Ja, und Zangen, das ist super. Ich kletter hier übrigens auf meinen Stuhl. Gehe an meine Nachbarn, nur euch zuliebe, damit ich nicht rumrutsche auf dem Boden. Und Lärmbelästigung betreibe. Wie ich habe gerade diesen Stuhl, der da stand, so richtig brutal weggeschoben. Ja, es ist immer Jamie. Beschwert euch bei ihm, wenn ihr ihn seht. Damit ihr da stehen könnt. So. Ist auch gut. Ich habe wirklich sehr, sehr großen Hunger. Ich auch sehr. Aber den ersten Bissen tätigen wir natürlich zusammen, aber den ersten Schluck kann ich mir so schon genießen. Nein! Das Prost vergessen. Ah! Wir dürfen aber niemals Mukbang-YouTuber werden, außer wir machen es mit gesunden. Mit gesunden Sachen. Mal sonst, ich möchte das auch gar nicht sein, sag ich ehrlich. Ich glaube, es wird jetzt ein Mukbang. Passiert dann wahrscheinlich ab und zu mal. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Übrigens beantworten wir hier, ihr werdet uns jetzt nicht wie beim Essen und Quatschen zusehen, sondern... Ah. Schubi! Oder? Ich wollte dir was zeigen gerade. Sorry. Ist es geäxt? Ja. Gott. Wir nehmen jetzt erstmal den ersten Bissen und dann widmen wir euch euren Fragen. Schreibt mal, für welche Pizza ihr euch entschieden hättet. Hier für Soße Hollandaise mit Hähnchen und Brokkoli. Hähnchen und Brokkoli oder mit Pizza mit Spinat und Gorgonzola. Doppelgorgonzola. Cheers. Prost.
Mhm. Mhm. Schmeckt nicht nach Doppelkorn, sondern. Sehr lecker. Die schmeckt gesünder als die bei mir in der Heimat. Ich weiß nicht, ob wenn das doppelt Gorgonzola ist, ist das echt gemein. Aber ist schon, ist lecker. Mhm. Meine ist auch sehr lecker, aber schmeckt halt gesünder und das finde ich eigentlich gut. Mit Spinat irgendwas zu essen ist gefährlich, wenn man sich dabei filmt und der Display so weit weg ist, dass man sich nicht sieht. Du musst mir sagen, wenn ich hier grün bin. Bin ich grün? Ja, da ein bisschen. Okay. Ich habe euch übrigens in der OG-Gruppe Fragen stellen lassen. Ich werde das immer mal so variieren. Ich habe jetzt zwei Broadcasts. Und ja, in der OG-Gruppe habt ihr da gerade Fragen gestellt. Also liebe Grüße an euch. Danke für die unzähligen Fragen. Was ist die größte... Ich schäme mich, mit vollem Mund zu reden. Aber ja, das macht man auch. So, oder? Ja, ich glaube, die auf YouTube machen das teilweise. Aber ich weiß es nicht. Deswegen verstehe ich Mukbangs nicht. Mukbang. Was ist die größte Red Flag und die größte Green Flag an uns gegenseitig? Uns gegenseitig? Also, wo man abschreckt. Eine Red Flag ist so, wo man abschreckt von der... Ja. Abgeschreckt ist. Oder wie so ein Alarmsignal. Alarmstoppzeichen. Ich find's lustig, weil ich sehe da und so TikToks und so. Also es ist ja generell, glaube ich, eher so in der Gesellschaft drin, dass man sagt, dass die Frau jünger sein muss als der Typ. Ich glaube, das würden total viele als Red Flag sehen, dass du jünger bist. Ach stimmt. Und für mich war es jetzt kein Red Flag. Es geht ja eher darum, was meinen bei dir, was für mich bei dir ein Red Flag wäre oder generell, was einige. Nee, bei uns ging es nicht. Also es ist bei mir auch kein Red Flag, ich dachte nur gerade, was ist da noch drauf? Da ist irgendwas, was ganz komisch schmeckt. Also wenn du einen Red Flag gehabt hättest, dann wäre ich ja jetzt nicht mit dir zusammen, ne? Mm. Aber ich bin eigentlich nicht so ein Fan von diesem Red Flag, Green Flag Gelaber. Weil irgendwie, ich sehe mich auch irgendwie nicht in der Position, jetzt in dem Video irgendwas zu sagen, so das und das ist eine Red Flag, weil ich will nicht, dass sich Leute an mir irgendwie ein Vorbild nehmen, erstens. Weil ich finde das ganz schlimm, dass man, also keine Ahnung, dann findet man es vielleicht cool. Zum Beispiel genau sowas wie mit dem, ja, er darf nicht jünger sein. Dann sagt das so euer Idol, er darf nicht jünger sein und ihr denkt es dann auch direkt und dann lasst ihr euren Traummann gehen oder so. Deswegen, und das will ich auf gar keinen Fall. Außerdem hasse ich auch so dieses Schubladendenken und Leute wegen sowas, was suchst du? Ich würde dir nur einen Zähler. Ja, gerne. Einen Zähler holen. Ich merke direkt, wenn du irgendwas willst. Das hier Öl runter. Yeah. Mein Ölhund. Ja. Ich habe auch überall Spinat, ich merke. Wo? Zeig. Das fühlt sich so an. Zeig. Null. Ich sehe nichts. Okay. Aber auf jeden Fall, ich hasse so dieses Schubladendenken und ich will gar nicht Leute irgendwie so, der ist das und deswegen ist er raus oder so, sondern es ist ja von Person zu Person unterschiedlich und manche Leute macht es dann vielleicht irgendwie sogar positiver aus oder, also irgendwie, ich weiß nicht. Ne? Ja, wenn deine Freundin gesagt haben, ist ja so ein Red Flag, dass er jünger ist als du und du dann das da auch so gesehen hättest, nur deswegen, dann wären wir jetzt nicht hier. Ja, genau. Der ist jünger. Weg. Ich würde am liebsten die Pizza in 20 Sekunden weg vernaschen. Aber es ist so eine gute Übung. Mein schmeckt irgendwie nach Fisch. Der Spinat. Also ohne Spinat. Ich hätte dieses Quattro von Maggi nehmen sollen. Eine Sache noch. Ich habe früher immer gesagt, als ich noch nicht so gefestigt in meiner Meinung war und so, dass ich finde, dass Affen Augen zu halten Emojis Red Flags sind. Nee, den hast du nicht so oft, genommen, aber JB hat schon dazu geneigt, sehr viele Emojis zu benutzen beim Schreiben und da habe ich ihm sogar mal dann drauf angesprochen. Ich habe nicht gesagt, Red Flag, ich antworte ihm nicht mehr oder so, sondern ich habe ihm einfach gesagt, du benutzt so viele Emojis. Ich habe es auch lustig gesagt, ich habe ja gesagt, das ist irgendwie lustig so, ne, und dann war es dir irgendwie selber voll peinlich, weil es dir gar nicht aufgefallen ist. Ja, auch wenn es ist nicht schlimm, aber es hat für mich so eine Fuckboy-Ausstrahlung halt gehabt irgendwie. Ja. Bei mir ist ein Green Flag bei dir auf jeden Fall, hast du keine komischen Spielchen beim Schreiben gemacht hast, damit ich antworte jetzt mal 2 Stunden nicht, obwohl ich nichts zu tun habe, einfach damit er Interesse hat und so, sondern wir haben einfach, wenn wir Zeit hatten, wirklich durchgehend geschrieben. Das war toll. Und auch sehr lange. Das war auch eine absolute Green Flag bei mir, finde ich. Nachmacher. Red Flag, habe ich schon was gesagt? Nee. Ich habe auch nichts gesagt. Dass du älter bist. Okay. Red Flag. Okay. Für viele, für mich nicht. Für viele wäre es schon auch Red Flag gewesen. Ach nee, ich will auch gar nicht eingehen. Nö. Gibt's nichts. Nee. Liebe dich. Dir auch. Was findet ihr aneinander am attraktivsten? Alles. Ich eigentlich auch. Aber. Das zählt nicht. Optisch gesehen finde ich einfach dein Auftreten. Also. So, da sind wir wieder. Akku war leer. Werbepause. Die Speicherkarte war voll. Ja. Aber. Wir haben gerade über, was findest du am attraktivsten? Was findest du am attraktivsten? Aua, ich meine Haare. Was findest du am attraktivsten geredet? Und ich finde, dass du
so zum Beispiel bei einem unserer ersten Dates hat er pink getragen. Also nicht pink, sondern so hellrosa Pulli und ich fand es total sexy. So sexy, weil er nicht so dieses Stereotyp so, ich kenne Leute, die würden niemals rosa anziehen, weil sie ein Junge sind und ich hasse sowas. Dann ist einfach ein rosa Pulli. Es sah so toll aus, ich liebe ihn, das ist mein Lieblingspullover. Und, dass du Ohrringe hast, das ist ein kleiner Fetisch von mir, das ist toll. Verstehe ich auch nicht, aber ich habe mir für sie extra einen zweiten in Schwarz. Ich hatte vorher schon einen zweiten einmal und deshalb, den habe ich zu früh gewechselt und dann ist der neue in der Nacht rausgekommen und dann ist es in der Nacht wirklich zugewachsen und dann ja, hatte ich keinen Bock mehr. Mhm. Und so vom Charakter her finde ich, glaube ich, deinen Humor am attraktivsten. Nee. Okay. Ja. Weil auch wenn es vielleicht manchmal noch nicht so rübergekommen ist, aber er ist sehr lustig. Mhm. Und dass du so, du bist, hast irgendwie eine schöne Art zu denken. Also er kann mich auch voll gut beruhigen und so. Und er glaubt so auch an Universumssachen. Ich finde das total sexy und voll oft hat er dann so gesagt, so, wenn ich mal so einen kleinen Nervenzusammenbruch habe oder so, dann kann mich Jamie so gut runterbringen und sagt dann so total schlaue Sachen und sagt dann immer so, ey, wir denken jetzt im Jetzt und scheiß auf morgen und gestern und es war einfach im Jetzt und jetzt ist das und das richtig und so. Ist aber nicht für alles die Lösung. Nee, natürlich nicht, Sachen. Ja, aber super. Ja, schön. Bei dir finde ich, außer alles, finde ich bei dir geil, wie du dich präsentierst, wie du gehst, wie du deine Körperhaltung, wieder. Thank you. Also nicht, dass du irgendwie so schüchtern und so, sondern du bist so BATS! Mhm. Weißt du? Confident woman. Und auch dein Kopf, deine, unsere Gespräche, deine Gedanken und deine Fresse. Thank you. Ein schönes Gesicht. Ich liebe deinen Mund. Mhm. Und natürlich deine dicken, dicken Fußzehen. Genau. Ich bin mir tatsächlich kein Fußfetisch. Nee. Fetisch. Oh, du machst was, was ich früher als Red Flag gesehen hätte. Habe ich dir sogar geschrieben, dass es bei mir No-Go ist. Furzen? Nein. Was denn? Mit deinen Socken. Ach so, ich dachte, du kramst an deinem Ohr rum. Nee. Ich dachte so, hä, mach ich das echt so oft? Nein. Das ist bei mir übrigens ein Red Flag. Kein Spaß. Socken, ja. Jamie trägt immer Socken bei allem. Das wäre früher für mich, ich fand's, immer wenn ich das irgendwo gesehen habe, war ich so, boah, irgendwie, nee, meine Füße haben schon geschwitzt beim Angucken. Aber ich hasse es ohne Socken, vor allem im Bett und beim Schlafen, wenn die Bettdecke an meinen Füßen ist, meinen Zähnen. Ich hasse es, es ist wie für mich, als würde jemand an der Tafel lang kratzen. Mhm. Es ist schrecklich. Aber ja, es ist sehr nett, dass du es akzeptierst. Schreibt mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Gibt es da irgendwen da draußen, der so wie ich ist und der es hasst, ohne Socken zu sein? So ein ekelhaftes Gefühl, ich kann es nicht. Ich find's eher geil, also ich muss abends meine Socken zum Chillen immer ausziehen. Pizza Taste Test des anderen. Jetzt. Aber ich will wirklich nur ein kleines Stück, weil ich hasse es, wenn ich sehe. Ich würde mir niemals. Ich habe halt noch so viel Pizza. Ich hätte jetzt schon zwei von diesen Pizzen eigentlich, wenn ich es jetzt nicht fürs Video etwas langsamer angehen würde. Hätte ich schon in dieser Zeit zwei von diesen Pizzen gegessen, was nicht gut ist. Du wirst es lieben. Aber warte, habe ich nicht eigentlich auch gesagt, dass wir ein bisschen über Luxemburg reden? Vielleicht. Können wir auch. Ich möchte nur ein bisschen. Dann beiß doch einfach nur einmal ab und geh mir den Rest zurück. Ich will auch nicht mit Hühnchenfleisch, ich will einfach nur mit Brokkoli. Ja, dann probier. Ich hasse Soße Hollandaise. Warum macht man sich das auf der Pizza? Ja, hier ein Stück von das ist so süß, das gehört nur zu Spargel. Mach's sag dir die Gorgonzola drauf, was doppelt. Ja, das ist nicht doppelt, da sind Zwiebeln drauf, ich mag's nicht. Ich finde es eigentlich ganz okay. Mhm. Aber ich liebe auch Brokkoli. Ich finde deine auch sehr lecker. Mhm. Tatsächlich schon der erste Bissen war echt so. Ich finde, wir können hier wieder bestellen, aber ich würde dann sagen ohne Zwiebeln, weil die sind so an. Die sind so karamellisiert, die Zwiebeln. Ich hasse das. Bei dir hat mich nichts gestört, wie ehrlich bin. Die Frage finde ich sehr, sehr cool. Okay. Von Mina. Wenn du dein Gedächtnis verlieren würdest, was wäre die erste Sache, also wenn ich mein Gedächtnis verlieren würde, was wäre die erste Sache, die du mir über mein Leben erzählen würdest und andersrum? Zu überzeugen, mich wieder zu lieben. Aber ganz schnell. Dass wir eine schöne Beziehung geführt haben oder führen. Also eigentlich Bilder zeigen. Nacktbilder zeigen. Ne, sowas in die Richtung. Mhm. Ja. Süß. Ja. Okay, nächste Frage. Na, was? Ach nee. Ich habe noch nicht geantwortet. Ja. Also ich würde dir eigentlich in allererster Linie erstmal das Gefühl geben, dass du in einem ganz sicheren Umfeld bist und dass alle um dich herum dich lieben, dass du eine tolle Familie hast und du Leute hast, auf die du Wert legen kannst und denen vertrauen kannst und die nur das Beste für dich wollen und ja. Das zerstört es in diesem Moment. Zum Glück werden wir niemals unser Gedächtnis finden. Ich erzähl mal kurz von Luxemburg. Berg. Also, Jamies Vater kommt aus Schottland, right? Mhm. Und wegen seinem Job
ist er jetzt nach Luxemburg gezogen, nachdem er über die halbe Welt gefühlt gereist ist. Mhm. Und deswegen konnte ich nur Englisch sprechen. Ich war sehr aufgeregt. Aber er versteht auch eigentlich Deutsch, aber ja. für die anderen. Ja, da waren ja noch andere Mitglieder der Familie. Ja, es war sehr cool, okay. Und jetzt wurde gelobt, dass ich gut Englisch sprechen kann. Jetzt können wir weiterreden. Also Jamie sehr ist toll. Halb Schotte, halb Deutsch. Mhm. Haben wir auch noch nie gesagt, das werde ich auch manchmal gefragt. Mhm. Ich finde es irgendwie auch sexy. Das finde ich auch attraktiv. Aber so zwei Nationalitäten geil. Wie stellt ihr euch das Leben in 20 Jahren oder das Leben als Rentner vor? Wenn es die Erde dann noch gibt, schön. Wäre schön, wenn wir in 20 Jahren schon Rentner sind. Wenn wir uns das leisten können. Nee, ist ja langweilig. Ja, stimmt schon. Nee, also 20 Jahre gerne ein Haus. Mhm. Kinder, das was alle sagen. Naja, Gesundheit vor allem. Familie gesund. Lange leben. Kinder. Haus. Haus und Kinder. Schöne Urlaube mit Haus und Kind. Ich liebe es. Er will eine richtige Familie. Ich stelle mir auch, es ist einfach so, wenn Leute immer so sagen, was sind da so deine Ziele und so, ne, dann sind immer alle so, ja, ich will hier den Job mal haben und das und das, die Firma gründen und dann will ich Business machen und bla bla. Und mein ganzes Leben lang sehe ich einfach nur so dieses, wenn man ganz groß denkt, dieses ganz weite Ziel, einfach vor mir so, wie ich irgendwann in so einem Haus sitze mit so einer Veranda, in meinem Garten und meine Kinder spielen da so oder meine Enkelkinder und ich stelle mir immer so vor, so eine, nicht so ein Fest, aber so Familie ist da, vielleicht wohnt die sogar auch um die Ecke oder so. Und dann habe ich da so meinen Gartentisch und die Vorhänge wehen so im Wind. Und dann bringen die Kinder gerade irgendwie so, spielen da und lachen und mein Mann bringt so den Kuchen raus. Ja, das ist, und ich sehe das so vor mir, als würde ich meine Zukunft schon kennen. Und das ist einfach toll. Und das ist viele würden jetzt sagen, ja, Weltreise und das und das. Und dann habe ich hier Jamaika besucht und das. Ist auch alles cool, aber ich finde, es ist vielleicht ein langweiliges Ziel, aber es ist irgendwie so, so sehe ich es einfach. Und da ist so richtig viel grüne Wiese und ich weiß, wie es riecht und wie die Vögel da zwitschern. Das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Man kann ja trotzdem reisen und tolle Sachen, auch mit Kindern oder auch alleine. Ich will, glaube ich, keine Weltreise machen, aber... Nee, Weltreise nicht. Ein paar Länder muss ich echt nicht sehen. Aber schon mit dir kann ich mir vorstellen, voll viel zu reisen. Mhm. Auch mit Kind, ich kann mir vorstellen, dass wir es wuppen. Mhm. Das kann nicht mehr. Dann ist das Video jetzt wohl vorbei. Jetzt nur ein bisschen Salat noch. Würdet ihr nochmal bei sowas wie krass Klassenfahrt mal machen? Ich auch. Falls ihr es nicht wisst, da haben Jamie und ich uns ja kennengelernt, beziehungsweise Jamie und ich haben uns kennengelernt auf der Premiere von einer Staffel Krass Klassenfahrt, dritte. Staffel 3. Staffel 3. Hat mein Cola weggestellt? Ja, weil ich da auch draus trinke. Weil meins leer ist. Die ganze Zeit schon? Freche Sau. Ich habe mich schon gewundert, also ich trinke doch fast gar nicht. Und das Lustige ist, ich time das alles perfekt. Bis zu meinem letzten Bissen habe ich noch einen Schluck Cola über. Deswegen habe ich jetzt so lange darauf verzichtet, davon zu trinken, weil ich so dachte, hey, ist schon so leer. Ich habe da nicht mehr so viel. Deswegen habe ich so lange verzichtet. Oh, dann wird immer leerer. Und ich so, dann muss ich jetzt noch drei Bissen drauf verzichten. Super, so funktioniert mein Kopf irgendwie. Das ist eine Süßmaus. Jamie ist auch total der Prinzipienmensch. Also, so, ich kenne niemanden, ich liebe das, weil ich bin eigentlich auch ein bisschen so, ich liebe Rituale. Aber Jamie ist es wirklich vom anderen Level. Also bei ihm ist es wirklich so, wenn er das und das bestellt, dann muss das und das so und so sein. Am besten muss noch das und das laufen und das muss dabei getrunken werden. Ja, eigentlich. Können wir uns die wieder ein bisschen teilen? Ja. Thank you. Eigentlich gucken wir dabei immer schöne Serie oder Filme und jetzt. Ja, jetzt reden wir hier mit euch, also was soll das eigentlich? Mann, es geht nicht. Wenn ihr schon mal hier seid, dann könnt ihr auch gleich mal diesen Kanal hier abonnieren, denn es kommen jetzt immer donnerstags, heute ist eine Ausnahme, donnerstags und sonntags Videos um 14 Uhr. Also bitte abonniert und kommentiert jetzt mal, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, ein Pizza-Emoji. Okay. Okay. Achso, krass, Klassenfahrt. Wir haben uns kennengelernt da auf der Party. Da war Jamie schon schockverliebt in mich. Mhm. Ich war letztens so unter Druck, weil mich hat Promi vielleicht interviewt und dann haben die mich so viele Sachen über Jamie gefragt und dann habe ich so eine Sache rausgehauen, die mir danach total peinlich war, weil ich war so, ich weiß gar nicht, ob er es gut findet, dass ich sowas sage. Ich sage es jetzt einfach auch hier. Was denn nochmal? Dass Jamie einfach nach unserem Treffen da gesagt hat, irgendwann werde ich sie heiraten, aber da wusste er nicht, dass ich einen Freund habe, muss man sagen. Ja. Und ich, keine Ahnung, ich kann mich einfach nicht daran erinnern, ich war so hacke. Ja, und dann hatten wir übertrieben lange keinen Kontakt, also er hat auch nichts versucht oder so, weil er dann ja wusste, dass ich einen Freund habe. Als er mich da auch in dem Abend nichts versucht. Nein, sag ich auch, habe ich auch gar nicht gesagt. Also. Er fand mich einfach nur super toll und das ist dir auch nicht zu verwerfen. Nee, wie sagt man, das ist dir nicht zu verübeln. Weil ich bin einfach eine Granate, was soll ich sagen. Mhm. Mir war es um echt dann egal, ich bin ihm, glaube ich, auch in der Zeit zweimal entfolgt. Mhm. Und dann wieder gefolgt, wenn ich ihn auf irgendeiner Party von Jamie, von Jonas gesehen habe. Naja, und dann hatten wir lange keinen Kontakt mehr
Und dann haben wir uns auf Krass Klassenfahrt wieder mal unterhalten. Aber da war auch, also, man fand uns einfach immer nur nett. Und ich finde es so lustig, weil wenn man jetzt die Zeit zurückspulen würde und da, wenn wir uns ab... Wir haben immer nur so flüchtig miteinander geredet. Mhm. Ist so lustig, weil voll viele von euch schicken mir immer so Screenshots, wenn ihr ihn mal in meinen Vlog seht oder so. Weil es ist wirklich, es war einfach für mich so eine random Person am Set, wo man mal so Hallo gesagt hat oder so, wenn man es da einfach schon gewusst hätte. Ich würde gerne so zurückreisen und es uns erzählen. Das ist ja so lustig. Weil man konnte es sich halt nicht vorstellen, ne? Also und wirklich alle, außer du, oder? Alle genommen außer du. Du Opfer. Aber ich hätte halt gedacht, so. Ja, ich hatte auch einen Freund. So, ja, also wirklich. Also ich habe ja nicht mal drüber nachgedacht, so, deswegen so unwahrscheinlich war es. Ja, naja. Naja, manchmal sind die unwahrscheinlichsten Dinge, können doch wahr werden. Boah, die tiefsten Träume in deiner Seele, weil ich der Traum deiner schlaflosen Nächte. Nein! Aber falls ihr es nicht gesehen habt, Jamie spielt ja auch zum Beispiel im Krass Klassenfahrt Kinofilm. Ich bin da sehr stolz drauf, deswegen will ich es immer jedem erzählen, weil er hat im Kinofilm mitgespielt, hat eine Hauptrolle gespielt und ich finde, er ist ein sehr guter Schauspieler. Nein! Bucht ihn! Ja, Kindergeburtstage. Nein, Mann. Bucht ihn, einfach so random Leute, die mich buchen. Ja, ich meine so Agenturen. Falls hier gerade Christopher Nolan das hier sieht, bucht ihn. Er wäre auch ein guter Oppenheimer. Ja, Oppenheimer. Ja, Floppenheimer. Seht ihr den Humor, meine ich? Deswegen finde ich ihn attraktiv. Weil ich die Rolle niemals. Du, das verstehen wir schon. Das ist ein Flop. Okay. Floppenheimer halt. Was ist der größte Meilenstein, den ihr erreicht habt, seit ihr euch kennt? Diese Pizza. Dass Schubi nicht mehr so viel bettelt. Dass die Wohnung fertig ist. Ja. Und dass Schubi nicht mehr so viel bettelt. Er chillt da hinten, früher immer hier. Ja, die Wohnung, nein, aber... Ich mach gerade noch Schubi nach, nicht unterbrechen. Entschuldigung. Nee, so. Ich will kurz eine lustige Sache erzählen. Ja, keine. Also erstens Meilenstein, weil wir halt in sehr kurzer Zeit diese Wohnung hier so prächtig hinbekommen. Ohne ihn hätte ich das niemals geschafft. Ohne ihn wäre diese Wohnung vielleicht beim Hälfte des Zustandes. So. Und ich wäre noch einiges an Geld los, weil ich hätte Leute engagiert, mich hier das alles aufzubauen. Er hat ja gerade diese Tiergeräusche gemacht. Und bei einem unserer ersten Dates, oder sind wir da schon zusammen gewesen? Nee. Nee, da sind wir noch nicht zusammen gewesen. Das erste Mal, wo er bei mir übernachtet hat, hat er, ich glaube, er war einfach, ich weiß nicht, ob du nervös warst oder ob es einfach, das war aber so der erste richtige Morgen, wo wir so zusammen aufgewacht sind, oder? Nee. Aber einer von denen. Also es war einer der ersten Morgen, ne? Ja. Ja. Doch, und dann waren wir so im Park und haben da so gefrühstückt. Wir haben uns einen Kaffee geholt und Brötchen und haben das so gegessen auf so einer Bank. Und da war so ein See vor uns und da waren so Enten und er hat einfach die ganze Zeit die Enten nachgemacht. Das war höchstens eine Minute oder so. Die ganze Zeit, sagt er. Das ist so falsch. Und dann auch teilweise so andere Hunde, andere Tiere. Nein, das habe ich niemals gemacht. Das war kurz die Enten mal so aus Spaß. So. Und ich dachte mir da kurz so, what the fuck? Nein. Doch, und wir sind dann sogar noch kurz spazieren gegangen und da hast du das auch noch. Nein! Das will ich niemals tun. Und ich wollte mich so unterhalten, beziehungsweise ich war. Nein, es war morgens und ich musste erstmal klarkommen, es war sehr früh morgens, weil Jamie musste dann, glaube ich, zum Bahnhof oder so. Dann sind wir sehr früh aufgestanden und er macht das die ganze Zeit und ich war so, was habe ich mir hier angesagt? Und dann habe ich ihm es aber irgendwann gesagt, irgendwann meinte ich so, du hast die ganze Zeit Enten nachgemacht, anstatt mit mir zu reden oder so. Nee, das ist so ein Quatsch, dass ich die ganze Zeit gemacht habe. Du hast was Grünes zu schön erzählen, ich weiß noch nicht wie lange schon, ich will das nicht rausnehmen. Nimm's raus. Komm, das mit deinem Finger. Nimm's raus. Bitte mit deinem Finger. Mach's jetzt. Ich find's gerade rein. Trau dich. Ja. Ich kann... Es hängt da jetzt, musst du ziehen. Ja. So eine Brokkoli. Okay. Ja, also, aber es hat trotzdem funktioniert. Selina hätte an meiner Stelle ihn abserviert. Na, danach, das sage ich euch. Mhm. Selina, liebe Grüße, darum klappt es nicht mit den Männern. Und wie geht's? Satt. Ich weiß nicht, ob es alle von euch mitbekommen haben, aber ich glaube nicht mal das. Wir haben schon mal einen Mukbang gedreht, so vor ein paar Tagen. Und den haben wir nicht hochgeladen, weil Jamie so lustig gegessen hat. Also ich sage einfach mal lustig. Er war die ganze Zeit voll geschmiert. Er hat sich so krass auf sein Essen konzentriert, dass er... Nicht richtig. Du hast einfach die ganze Zeit nur gegessen und gar nicht mit mir interagiert und so. Ja, sag mal, ich bin doch da zum Essen. Haben wir Servietten? Aber ich habe ja auch
auch gerade gefühlt, das ist ein bisschen schwieriger. Mhm. So. Man ist langsamer, ist auch schneller satt, das ist alles irgendwie traurig. Aber es ist in Ordnung. Ich gucke auch nicht oft in die Kamera, weil ich mit dir irgendwie... Ich denke immer, ich rede mit dir, aber es läuft ja eine Kamera. Mhm. Deswegen nicht sauer sein, wenn ich nicht so oft in die Kamera gucke. Muss mir noch dran gewöhnen. Die Loops Crew ist nicht sauer. So, Freunde. Jamie ist jetzt noch auf. Ich hole uns später noch ein Eis, würde ich sagen. Ich habe richtig Bock jetzt. Wir haben es letztes Mal schon vergessen. Mhm. Eis. Dann esse ich nachher noch, wenn es ein bisschen später ist, noch meinen Salat auf jeden Fall auf. Und Jamie wird safe noch meine Pilze aufessen. Mhm. Und... Ja, wir danken euch fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ja. Ich liebe dich. Ich dich auch. Hübsch und blau. Tschüss. Tschüss.